12. Juni 2019, 7.40 Uhr, wir verlassen Bonaire Richtung Curaçao. Sind ungefähr 40 Meilen. Wir hoffen, dass wir einen schönen Wind haben. Vorhersage ist bis 14.20 Uhr 20 Knoten, dann abflauend. Ein Blick auf Bonaire. Tschüss Bonaire. Tauchen war schön. Und der Nationalpark war auch schön. Hier in Mitte wieder mal beim Spanisch lernen. Am Navigieren. Okay. Wir fahren mal in der Küste von Curaçao vorbei. Da vor uns ist der Tafelberg von Curaçao. Jetzt haben wir es noch 3 Meilen bis zur Einfahrt nach Spanish Quarter. Herrlich gesegelt. Wind von hinten, kleine Welle. War super. Vorne ist die Einfahrt zur Spanish Water. Es ist ziemlich eng, aber dank GPS und Navionics-Karten werden wir da schon gut durchkommen. Das ist die Einfahrt von Spanish Harbor. Die kleinen Piratstrand. Auf dem Weg nach Willemstad und wollen dort einklarieren. Hier gibt es endlich mal wieder Busse. Wir hoffen, dass jetzt auch ein Bus kommt oder wir so mitgenommen werden. Der Nette versucht es auf jeden Fall. Nach 40 Minuten haben wir die Zollformalitäten erledigt. Jetzt geht's zur Immigration. Das ist die berühmte Schwimmbrücke von Willemstad. Oh, hier sieht es aus wie in Holland. Ist auch angeschlossen dem Königreich Holland. Das ist jetzt der Weg zur Immigration. Wir mussten durch den Sicherheitscheck vom Kreuzfahrtterminal. Und unter der Brücke soll das Immigration Office sein. Na Annette, wie läuft sich denn mit deinen neuen Schuhen? Super. Die Annette, ich hoffe, das bleibt so. Die hat nämlich neue Schuhe. Da. Und sie läuft wie ein junges Reh. Und ist alles gut? Ja. Sehr eindrucksvoll hier. Nach weiteren 40 Minuten haben wir jetzt hier das Immigration Office gefunden. Das ist schon seltsam hier auf Curaçao. Ja, um 12 Uhr waren wir fertig mit der Immigration. Und jetzt sitzen wir hier im Hafen. Es stinkt nach Sprit und Diesel.
und wir warten auf den Hafenmeister, weil der hat nämlich Mittagspause. Und wir haben auch Hunger. Also ich habe Hunger. Hunger. Hunger ist ein gutes Stichwort. Wir werden nachher einen holländischen Snack nehmen. Wahrscheinlich einen Cookie. Coffeeshop. Das hier die Aussicht von unserer Warteposition, wo wir auf unser Ankerpermit warten. Da in das Gebäude müssen wir. Hier gibt es eine richtige Fußgängerpassage mit Restaurants, Bars, alles, was das Herz begehrt. Am Papagayo Beach und hier sieht das überall so aus. Schöne Liegen, Tische, Palmen, direkt das Meer. Alles also hier super angelegt. Hier kann man Urlaub machen. So wohnt man auf Curaçao. Also wenn man das nötige Kleingeld hat. Juni 2019. Wir sind in Willemstad im Cura Hollanda Museum. Hier geht es um die Sklaven, die alle hier über Curaçao in den Rest von der Karibik verteilt wurden. Im Museum haben wir erfahren, lohnt sich nicht, kostet $10 pro Person. Das lassen wir jetzt also sein. Wir sind nicht erfahren über die ganzen Sklaven und Sklavenmärkte. Soll es keine Informationen geben? Nein, da gibt es wahrscheinlich bessere Informationen im Internet. Deswegen gehen wir hier einmal jetzt durch das Hotel. Die Musik hier ist, die hört sich schon gut an. Die ausgestellten Frauenskulpturen sind nicht ganz so ansehnlich. Doch ganz nett hier. Das ist jetzt hier eine Einkaufsstraße, ein bisschen abseits von den Touristen, Kreuzfahrttouristen. Da sieht es schon gleich ein bisschen verfallener aus. Wir haben tatsächlich einen Fernseher gefunden oder eine Bar gefunden. In der Frauen-WM das Spiel Deutschland-Südafrika gezeigt wird. So, am Reefport. Renaissance and Mall. Fahren die tatsächlich für uns die Brücke jetzt hier weg, damit wir das auch mal sehen. Juni. Heute sind wir bei Wartungsarbeiten. Die Annette wartet ihren Mixer und hat da was gefunden. Ich hatte ihn unten in der Kiste unter dem Bett. Dann habe ich ihn rausgeholt und er war im Karton und da waren ganz viele, also ich nehme mal an, Larven und so ein Kram. Und das gute Stück habe ich ja schon zu Hause benutzt. Und immer wenn man schüttelt, kommt ganz fürchterlich Gebrödel raus und Tiere. Ah, die hat die Annette bestimmt schon eingeschleppt von Wittmar. Nee.
Nee, da hatte ich ihn ja regelmäßig in Gebrauch, da war alles gut. Aber jetzt sieht er so eklig aus, ich glaube, ich brauche ihn gar nicht. Und der Michael, der hat sich die letzte Winch vorgenommen. Wird gereinigt und wieder neu gefettet und geölt. Besichtigung von Fort Blekenburg. Oben auf Fort Blekenburg. Da habe ich die Kanone hier. Ja, auch eine schicke Aussicht da. Und das ist die Aussicht der Kanone. Auf so ein riesiges Schiff. Also ich vermute mal, dass das irgendwie so ein Bohrschiff ist oder irgend sowas. Aber es sieht irgendwie hässlich aus. Ah, die Burgherrin ist schon an ihrem Platz. Und verschafft sich einen Überblick der Situation. Water. Ein tief verzweigter Naturhafen. Und da geht es jetzt wieder runter. Sehr schwer einzunehmen gewesen, die Burg hier. Papageien, die sich da an den Kopf setzen. Heute am 21. Juni besuchen wir den Christoffelpark. Nationalpark. Nationalpark. Wir machen erst einen Trail an der Küste, zur Küste hin und anschließend werden wir noch eine Tour mit dem Auto machen. Es sieht fast aus wie auf Bonaire. Es ist alles ziemlich trocken. Kakteenbäume, riesig groß. Und wir hoffen auch auf viele Echsen, die wir sehen werden. Wir sind an der Nordostküste. Die Wellen toben. Hallo, willst du duschen oder schwimmen? Das sieht so aus, als ob die Annette schwitzt. Du darfst dich auch bewegen. Geht's in eine Höhle hinein. Scheint das Licht rein von oben.
Abgrund! Wow! Ein großes Exemplar. Wasser schlägt hier rein. Wow, 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 wow. Was soll ich sagen? Was wir gemacht haben. Ja, wir waren angemeldet für den blauen Trail und haben uns in der Mitte entschieden, den roten zu machen. Der war dann nämlich etwas länger. Wir haben schöne Vögel gesehen, einige Leguane. Allerdings muss ich sagen, sind wir ein wenig verwöhnt von Bonaire. Da war es irgendwie aufregender und interessanter. Es war 6 Kilometer und wir haben 2 Stunden dafür gebraucht. Sabotant, badi moi les messages en mille.